Was hast du da gefunden? Hallo, wir haben wieder neue Hot Wheels. Hot Wheels. Drei Cases. Wieder schön gefunden. A-Case, ne? Dreimal. Ist A-Case. Ah ne, der ist, ich glaube, P-Case. Der ist P. Der unten ist auch P. Komischerweise, dass noch D, P existiert. Nee, D, oder? Nee, das ist da hinter der Buchstabe, genau. Und das A, ja. Machen wir zuerst A auf. Ja. Kein Q, nur zweimal P und einmal A. Krass, dass das überhaupt noch gibt. Schauen wir doch mal. Uiuiui. Natürlich haben wir schon gefragt, ob wir die dürfen. Warte mal. Ja. Guck mal, weißt du, warum der da liegt? Ich glaube, der wurde in Malaysia bestimmt schon ausgepackt und da wurde der Super Treasure Hunt schon rausgenommen. Meinst du, weil der so hier ich glaube, ich glaube, dass die im Ausland einmal aufmachen, neu mit einem Klebeband versehen und dann schlecht wieder reintun. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Der ist schön, ja. Okay, warte mal, wir machen das mal an. Machen wir mal ganz in Ruhe. Natürlich haben wir gefragt, ob wir das dürfen. Und ja, gucken wir einmal hier, was für Cases, was für Hot Wheels hier haben. Camaro, aber kein Super Terrain. Komischerweise ist mein Handykamera diesmal am Laggen. Weil wir lange nicht mehr gefilmt haben. Ja, weil wir lange nicht mehr gefilmt haben. Moment, wir legen das mal so ein bisschen sauber hin, sauber, damit wir ja gleich das einfacher haben. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Ist immer schön zu sehen, dass man... Also ist immer schön, ein neues Case aufzumachen, wo die Karten noch heile sind und nicht so zerknickt schon in den Regalen liegen. Aber den das kennen wir ja schon. Den Camaro. Aber der ist nicht im A-Case, ne? A-Case ist der Mercedes, ne? Oder... nee, das ist... Also im A-Case sollte Batmobil drin sein. Ach, als ich dachte, der mit ach, der ist B, ne? Schnell ja. Also bisher ist nichts dabei, was ich noch nicht kenne. Bisher kenne ich ja schon alles. Ich sehe schon blauen Audi Quattro und ich glaube, da ist sogar noch ein schwarzer mit Audi RS2 mit dabei. Da ist der Quattro. Oh, jetzt fällt alles um. Ah ne, das war doch nicht der Audi RS schwarz. Ah ja. Nicht so viel Cooles mit dabei, muss ich ehrlich zugestehen. Nee, ah doch, noch ein Audi. Ja. Hier, das sollte im A-Case der Super Treasure Hunt sein, aber wir wissen es ja nicht. Wir können es ja nicht wissen, dass da einer drin ist. Ist keine Super Treasure Hunt mit dabei, leider. Das wäre es ja noch, wenn man wieder mal Glück hätte und einen findet. Ja, soll ich die da einfach wieder reintun? Ja, ich würde sagen, wir machen die wieder mit rein. Nehmen wir nichts davon mit. Packen wir gleich in die Regale zurück oder in den Wühlkarton, damit jemand das mitnehmen kann. Ja, und die Handykamera ist irgendwie heute ein bisschen schwammig, merkwürdigerweise. Passt nicht mehr richtig rein alles. Ja, machen wir mal ganz vorsichtig. Ich weiß, es gibt Leute, die würden sagen, so nicht durcheinander bringen, sonst gehen die Karten kaputt, aber das machen wir gleich in die Wühlkisten rein. Das ist echt komisch, dass es überhaupt noch P-Case existiert. Oder ist das jetzt A, was du hast? Nee, P, ne? Ich weiß nicht. P müsste das sein, also schon ein bisschen älter. Da ist vielleicht der schwarze Audi RS2 noch mit drin. Da wäre ich nicht abgeneigt, den nochmal mitzunehmen. So. Müssen wir gleich wieder ordentlich in die Cases tun. Schau mal, hier ist der. Habe ich gerade schon gesehen. Perfekt. Warte, ein P-Case, das war dann nochmal der 12-Mann. Guck mal, der Volvo in Schwarz, habe ich schon mal gesehen, ne? Ja, den haben wir schon. Ja, ein P-Case war der Audi. Ach so, der Audi war der. Entweder der, nee, der Audi nicht. Boah, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ist schon so alt, ne? Genau. Audi war, glaube ich, im N-Case oder so. P-Case. Ah, hier ein Super Treasure Hunt. Nein. Das gibt's doch nicht. Das erste Mal im Paket. Nicht so laut.
Leute, das war der perfekte Kater. Der zweite. Wie kannst du bitte so einen Lack haben? Ey, mega geil, dass du den zweiten nicht gefunden hast. Darf ich den Hand festhalten? Ja, halt ihn mal fest. Ich bin gerade richtig am Zittern. So, dann haben wir hier noch die. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist eh alles egal, weil du hast dich schon gelohnt. Hier noch einen schönen Audi. Oh mein Gott. Das gibt's doch einfach nicht. Gibt's doch nicht, ne? Zwei. Jetzt wissen wir, was wir Super Treasure haben. In zwei Wochen haben wir zwei vor 32 Super Treasures gefunden. In zwei Wochen. Ich meine, wenn das kein Luck ist, ne? Wenn das kein Luck ist. Das hat sich jetzt aber auch gelohnt. So oft wie wir suchen. So. Ich muss auch eigentlich gar nicht alles raussuchen, weil wir wissen ja, was da drin ist. Ich guck mal, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Müssen wir eh alles wieder einsortieren. Also es tut mir ja schon so leid, wie lucky wir sind, ne? Aber wir suchen auch viel. Wir sind auch hier. Natürlich gehen wir auch fast jeden Tag immer gucken, aber puh. Guck mal, ich packe die jetzt wieder hier rein, da ist nichts Besonderes mehr drin. Das ist sogar günstiger als beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir im Kaufland 1,59 gezahlt und jetzt zahlen wir 1,50. Ey, für zwei Super Treasure Hunts haben wir 3 Euro bezahlt. Krass, oder? Guck mal, wir haben ja noch eins. Warte mal, habe ich jetzt. Ich bin echt sprachlos, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wir haben noch einen Case, jetzt stell mal vor, da ist noch einer drin. Das gibt's doch nicht. Komm mal, machen wir schnell nochmal auf. Ich gucke auch nur explizit nach dem Auto. Den Rest wissen wir ja, was da drin ist. Versteht man mich eigentlich? Weil ich rede so leise. Ich weiß nicht, ob man dich versteht, aber. Hier ist es so leise drin. Hier ist es so leise. Schön, mal ein bisschen Ruhe. Eigentlich sind wir auch sprachlos jetzt. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Okay, ja. Zwei Wochen hintereinander. Ein Audi, aber der ist zerknickt. Zerknickt? Zeig mal her. Ja, das ist ein bisschen. Das Ding ist mit dem Audi, den kriegt man ja nicht mehr. Deswegen nehme ich den noch mit. Ist es immer so, dass da entweder ein Super Treasure-Hand ist oder ein normales? Oder ist auch. Es könnte sein, dass da sogar noch ein Super Treasure-Hand mit dabei ist. Kann das sein, dass es beides drin ist? Das wollte ich dich fragen. Oder meinst du, wenn in einem Case, weil wir hatten ja eben kein vor 32. Kein vor 32, genau. Komisch, das heißt, ich weiß eigentlich nicht. Eigentlich müsste da jetzt keiner drin sein. Da bin ich auch kein Experte. Das ist jetzt mal wieder so eine Frage, ne? Was hast du denn da rausgenommen? Hast du schon geguckt? Ja, das sind die gleichen, die wir eben hatten. Ach so. Ne? Ich gucke jetzt eigentlich nur nach dem Ford und das Audi. Nee, ist also kein Ford, den ich da sehe. Na ja, gut, dann machen wir es jetzt. Wir können mal einmal mit der Kamera zeigen, was hier alles drin ist. Ja, die hatte ich ja eben auch schon gesehen. Die üblichen Autos halt, ne? Die Aston Martin. Also ich sag euch eins, ich nehme die mit hier, die vier, drei Audis und ein Super Treasure Hunt. Und dann würde ich sagen, ist dieses Jahr auch eigentlich damit. Reicht für dieses Jahr. Dieses Jahr ist auch eigentlich beendet. Rest ist noch da für jeden, der Hot Wheels möchte. Teddy hat wieder aufgefüllt. Und ja, haben wir mal wieder Luck gehabt. Dabei haben wir so viele Kartons schon geöffnet im Leben und nie wirklich einen Super Treasure Hunt gefunden, bis auf letztes Mal. Ja gut, dann packen wir die Kartons noch zurück. Nehmen wir die mit. So, ich räume die wieder ein. So, zeig mal. Ich mach mal ein Thumbnail mit den ganzen Kisten. Sollen wir die aufhängen? Ja, ne? Ja, die packen wir jetzt ganz gemütlich. Als Gegenleistung packen wir die ganz in Ruhe zurück. Mein Herz pocht noch auf 180, ich sag's dir. Dein Herz pocht auf 180 oder dein Puls ist auf 180? Ich weiß nicht, alles ist auf 180. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.